wieder soweit. Ich fliege nach Japan. Ich bin jetzt am Stuttgarter Flughafen. Gepäck ist schon eingecheckt und jetzt warten wir eigentlich nur auf den Abflug. Wenn ich wir sage, meine ich Max, der läuft da hinten gerade rum. Ich bin super aufgeregt, aber auch super gehypt und bin einfach gespannt, wie es wird, jetzt für einen Urlaub zurückzugehen nach Japan, nachdem man da so lange gelebt hat und dann erstmal wieder so lange auch in Deutschland war. Ja, von Stuttgart geht es jetzt erstmal nach Zürich und von Zürich dann weiter nach Tokio und ich werde mir jetzt noch ein Buch kaufen für den Flug. Wir sitzen jetzt im Flugzeug nach Narita, das heißt, wir sind schon umgestiegen in Zürich. Aber ich wollte nochmal sagen, dass die Mitarbeiter in Stuttgart am Flughafen super cool drauf waren und der ganze Flughafen einfach so chillig ist. Das war eine super entspannte Experience. Leider sind wir aber mit 15 Minuten Verspätung ungefähr in Zürich angekommen. Das heißt, wir hatten, als wir ankamen, dann noch so 10 Minuten Zeit, bis das Boarding von dem Flug hier losging. Und mussten halt auch noch mit einem Zug, also es gibt hier an dem Flughafen einen internen Zug, mit dem mussten wir halt noch zu unserem Gate fahren. Das heißt, wir hatten das weit entfernteste Gate, aber haben es trotzdem pünktlich zum Boarding geschafft. Alles klar, Max. Das heißt, wir haben es aber pünktlich zum Boarding geschafft. Das war kein Problem, obwohl wir so wenig Zeit hatten. Also der Flughafen in Zürich ist echt praktisch zum Umsteigen. Und ja, jetzt sitzen wir im Flugzeug nach Narita und es geht demnächst los. Ich freue mich. Unser Flugzeug ist super modern. Nicht. Das sieht aus wie, keine Ahnung, von 1900 noch was. Ach, guck mal, hier auf der anderen Seite ist echt das Telefon. Narita angekommen. Wir haben auch schon unser Gepäck abgeholt. Wir haben erfolgreich Geld abgehoben. Wir haben SIM-Karten gekauft. Das ist auch super easy. Hier kann man am Flughafen machen. Es gibt mehrere Optionen. Ja. Wir haben uns jetzt für eine Option entschieden, wo wir theoretisch 30 Tage diese SIM-Karte nutzen könnten und dann 2 GB haben. Hat 2600 Yen gekostet. Ich glaube, das ist in Ordnung. Also es sind so... Ja. Es gibt wie viel Euro? Ja, es ist halt 21, 22 Euro. Für 30 Tage 2 GB ist okay. Genau. Kann auch für 6500 Yen, also ungefähr so 59, 60 ja. Euro. Kann man Unlimited kaufen. Das ist schon geil. Aber wir haben uns gesagt, so viel Geld wollen wir jetzt nicht extra dafür ausgeben. 4500 für 6 GB. Also ist schon teuer, ja. Aber eigentlich okay. Ich denke auch, dafür, dass es Travel-Sims sind und man die hinterher theoretisch wegschmeißen kann, ist das echt super. Ja, ansonsten waren wir auch schon kurz vorhin in einem Kombini, haben was zum Snacken gekauft und was zum Trinken und ja, so die ersten Eindrücke sind komisch, denn es kommt einem alles super vertraut vor, weil man das alles ja sehr dolle kennt, aber dadurch, dass es einfach so lange her ist, dass wir jetzt hier waren, weil Max ja noch länger als bei mir. Also genau vor 2 Jahren bin ich zurückgeflogen quasi. Fast genau, also in 2 Tagen vor 2 Jahren. Stimmt, ja. Das ist schon krass. Und bei mir sind es jetzt 1,5 Jahre her und es ist halt komisch, weil es ist, wie gesagt, vertraut, aber trotzdem irgendwie ungewohnt, weil man es halt so lange nicht mehr gesehen hat. Und ich bin gespannt, wie das jetzt die nächsten Tage noch so wird, aber die ersten Eindrücke sind total verwirrend und sehr viele Emotionen bei mir auch. Also bei mir ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja, genau. Aber nicht so wirklich. Genau. Und das finde ich aber, das passt sehr gut, wenn man hier ankommt, steht überall Okaeri Nasai, was ja eigentlich bedeutet, willkommen zurück, aber auch willkommen zu Hause. Ja. Und ich finde, das passt sehr gut, wenn man halt schon mal hier war. Das stimmt. Ja, und wir nehmen jetzt einen Zug und fahren in die Stadt und geben erstmal unser Gepäck beim Hotel ab und einchecken können wir leider nicht, weil es ist jetzt, wie spät? 10.35 Uhr, also halb übrigens in 9 Minuten. Oh. Na dann, geht's jetzt los. Wir waren jetzt direkt im Hotel und haben unser Gepäck abgegeben und jetzt machen wir uns erstmal auf die Suche nach was zu essen. Denn wir können auch nicht in das Zimmer rein.
Ja. Und ja, wir machen das heute ganz spontan, ganz entspannt, weil nach dem Flug wollten wir jetzt nicht irgendwie schon direkt irgendwas Großes planen. Wir sind jetzt bei Skia und ich habe jetzt ein Gyudon-Set mit Salat genommen und da ist noch eine Miso-Suppe dabei. Wenn ich nur den Salat und das Gyudon-Set genommen hätte, hätte es nur 10 Yen weniger gekostet, deswegen why not. Und Max hat Chisudon mit aber Schwein. Ja. Genau. Und das ist Rind. Und jetzt wird gegessen. Viele von euch haben mich gerade bei Instagram gefragt, wie es denn mit Kirschblüten aussieht, beziehungsweise ob ich schon mal gucken kann, wie es mit Kirschblüten aussieht. Und ich kann euch sagen, in Tokio haben wir gerade schon die ersten Kirschblüten gefunden. Also wir sind zur genau richtigen Zeit scheinbar hier. Wir wollen gerade den Outro-Shot filmen und es sind einfach 5 Hubschrauber. Hier 3. Boah, es fokussiert nicht. Da einer und hier hinten waren die anderen 3. Der eine ist hinter dem Haus gerade, der kommt davor. Ah ja. Und die fliegen hier quasi Formation lang. Die fliegen auch super niedrig teilweise. Und super niedrig, ja, total. So, warum? Als wenn die irgendeinen Verbrecher suchen. Oder ein UFO. Guck mal, jetzt machen sie eine Formation. Ja, stimmt. Ein bisschen heller, vielleicht sieht man es dann besser. Verrückt. Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen darüber geredet, wie es eigentlich ist, jetzt wieder in Japan zu sein. Mhm. Das war halt früher am Flughafen und nachdem wir jetzt den ganzen Tag hinter uns haben, also den ganzen ersten Tag hinter uns haben, haben wir gedacht, ist es nochmal ganz cool, das Ganze nochmal ein bisschen mehr zu thematisieren und zu vertiefen. Ja, jetzt hat man so ein kleines Gefühl dafür, wie es halt genau ist. Vor allen Dingen ist es vielleicht auch interessant, weil wir beide das so ein bisschen unterschiedliche Gefühle haben. Ja. Okay, fahr ich mal mit Kinder. Egal. Bei mir ist es so, ich habe so eher das Gefühl, ich war nie weg, aber trotzdem ist irgendwas ganz komisch und anders. Und das Ganze ist halt an sich sehr vertraut, aber irgendwie, ja, weit weg. Ja, genau, weit weg. Es fehlt irgendwie so ein bisschen was. Es ist ganz komisch zu beschreiben. Ich sage die ganze Zeit, es ist komisch, aber trotzdem ist es halt vertraut. Aber auf jeden Fall habe ich eher so das Gefühl, ich war halt nie weg und habe eher so das Gefühl, so, dass diese anderthalb Jahre, die ich in Deutschland war, irgendwie eher so das sind, was ich gerade in Frage stelle in meinem Kopf. Ja, genau, das ist das genau andersrum bei mir. Ich habe teilweise das Gefühl so, warst du überhaupt schon mal hier? Oder kennst du das Ganze nur aus Videos so? Ja. Also, ich weiß ja, dass ich hier war. Ich habe ja hier was gemacht. So. Und ich bin ich auch mit dem, dass ich in Deutschland war. Ich bin auch mit dem Gedanken hergekommen, ja, kennst dich aus, weißt, wie es funktioniert, hast deine Passmo-Karte, läufst einfach durchs Gate, wie es halt vor 2 Jahren war. Ist ja auch im Endeffekt so. Aber trotzdem fühlt es sich dann wieder so komisch an, wenn das Sinn macht, wieder hier zu sein. Weil es ist halt doch eine andere Welt. Was wir vorhin besprochen haben, ja. Ich denke mal, ein Großteil davon von uns beiden und ja, diesen Emotionen, die du hast, wenn du hier mal ein Auslandssemester gemacht hast und zurückkommst, beziehungsweise ich glaube, das egal, trifft man, auf jedes egal, Land zu, man wenn man irgendwann mal länger da war, ja, dann fühle ich mich jetzt so, wie damals war ich Teil der Gesellschaft und des Systems und man hat hier gearbeitet, ja, man ist zur Arbeit gegangen und man war halt nicht als wirklicher Tourist hier. Klar, man hat viel gemacht und viel gesehen, ja, aber primär war man ja nicht Tourist. Genau, primär hat man halt hier auch gelebt und halt viele alltägliche Sachen gehabt. Ja, und jetzt bist du hier halt als Tourist und gehst abends zu deinem Hotel. Du machst eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als rumlungern und ja, sozusagen Aufnahmen entspannen für YouTube machen, Sachen sehen, was ja dich halt so in so ein Gefühl reinbringt, dass ich gehöre ja irgendwie nicht mit dazu. Genau. Und ich glaube, das ist das, was am komischsten ist, wenn man schon mal länger hier war und Teil des Systems irgendwann mal war. Teil der Gesellschaft, sagen wir mal, das System klingt so komisch. Aber ich habe Steuern bezahlt hier, also. Ja, aber jetzt ist man halt nicht mehr so drin, sondern man ist halt nur Tourist und das ist irgendwie, ja, fühlt sich komisch an und das habe ich eigentlich vorher auch schon befürchtet, dass es sich komisch anfühlen wird, aber ja, ich bin mal gespannt, wie es sich so über die 2,5 Wochen jetzt noch entwickelt. Ja. Jetzt aber nicht falsch verstehen, wir kommen hier hin und sagen, geil. Ja, das auf jeden Fall, also wir kamen an und wir hatten beide zwar sehr, also vor allen Dingen ich hatte sehr viele Gefühle, aber vor allen Dingen sehr viele, ja, ich sag mal positive Gefühle, ja, beziehungsweise sehr viele Gefühle, so Erinnerungen und sowas. Ja. Also genau. Tokio ist ja nicht Japan so, aber Tokio an sich ist halt eine absolut hammergeile Stadt.
Und wir sind jetzt seit über 30 Stunden wach, so. Ja, stimmt. Aber du kommst hier an und es ist schön, so. Das ist, es freut einen, wenn man dann wieder hier ist und es wieder schön findet. Ja, und ich denke, mit diesem Thema können wir den Blog heute auch dann abschließen. Jetzt gibt es aber noch ein paar Infos dazu, wie diese ganze Daily-Vlog-Sache dieses Mal denn aussehen wird. Denn wir haben uns gedacht, dass es super anstrengend ist, wenn wir jeder, also wenn wir beide, jeder, jeden Tag ein Video schneiden müssen. Ja, wir haben das damals in Kyoto, glaube ich, auch gemerkt, genau, dass der Content halt relativ ähnlich ist. Ja, und auch in Okinawa. Man merkt halt, dass viele, also dass einfach die Videos teilweise sehr gleich sind. Klar gibt es immer noch mal Unterschiede in der Art, wie wir schneiden und welche Szenen wir machen. Aber ganz oft ist halt auch so, dann macht einer einen Shot und dann sagt der andere, ey, den wollte ich gerade machen. Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, wir machen es dieses Mal so, dass wir das aufteilen. Das heißt, ich habe jetzt den ersten Vlog gemacht und den zweiten Vlog werdet ihr bei Max auf dem Kanal finden. Ja. Und dann wird sich das mehr oder weniger abwechseln. Manchmal werden wir auch ein bisschen gucken, A, wo passt welches Thema besser und B, wo ist welche Kamera besser. Darauf werden wir so ein bisschen Auge machen, aber es wird größtenteils sehr ausgewogen werden. Immer abwechselnd, dann mache ich gleich mal Eigenwerbung. Link zu meinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung und wenn Anna lieb ist, dann auch oben als Karte verlinkt. Wenn das geht, ja. Wenn das geht. Ja, genau. Ansonsten freue ich mich auf meinen Part morgen. Ja, ich freue mich auch schon auf die ganzen 2,5 Wochen und bin gespannt, wie auch das ankommt, wenn wir die Vlogs so ein bisschen aufteilen. Ja. Genau, und damit würden wir es dann für heute beenden und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Bei Max. Ja.